Was vom Garten wolltet ihr noch sehen? Ist natürlich jetzt die perfekte Zeit dafür. Ja. Ja, da, also ich weiß gar nicht, wo ich da zuerst hingucken soll in der Jahreszeit jetzt. Alles blüht. Der Apfelbaum ist schon wieder fast verblüht. Tulpen sind draußen. Ja. So schaut es momentan aus hier. Hier wird es dieses Jahr hoffentlich das erste Mal richtig Erdbeeren geben. Ja, so viele Blüten wie dieses Jahr waren noch nie dran gewesen. Hoffen wir mal, dass die Sonne nicht zu arg drauf scheint. Oder zumindest, dass die anderen Pflänzchen genug Schutz bieten können. Ja, die Birke lasse ich auch erstmal stehen. Ja, die zieht Wasser aus der Umgebung ran, so denke ich mir das jedenfalls. Ne? Und ja, die ganzen Pflanzen, die da auf dem Weg sind, dürften ja dann auch mit Wasser versorgt werden. Gucken wir mal. Aber erstmal schauen, was ja, meine neuen Mitbewohner machen. Na, ihr schlaft ihr noch? Ja, ich glaube, die pennen noch. Ja. Ja, weil nämlich, ich habe ja letztes Jahr hier vorn, da standen drei große Nadelbäume. Und die musste ich wegmachen. Und seid ihr das schon hier drüben? Ja, jedenfalls, ich habe da vorher reingeguckt. Und hatte kein Vogelnest gesehen. Ja, da habe ich den Baum umgesägt und dann ist ein Vogelnest mit lauter kleinen Vögeln hier auf dem Teich gelandet und die ganzen kleinen Vögel sind hier rundherum durch die Büsche abgehauen. Tja, war ein scheiß Gefühl gewesen, aber ein umso schöneres Gefühl war dann, als ich dann gesehen habe, dass die hier mir auf der Uhr ein Nest gebaut haben. Ja, das sind ja nicht blöd, die Vögel. Die werden sich auch gedacht haben. Seine Hütte wird er bestimmt nicht abreißen. Ja. Na, ihr pennt ihr echt noch oder seid ihr schon ausgeflogen? Ich wollte euch noch mal drauf haben. Nee, ihr seid schon ausgeflogen. Krass. Cool. Kann ich also hier wieder einziehen? Das fetzt. Wunderbar. Super. Ja, das war das mit den Vögeln. Hier seid ihr zwei oder was? Aha. Was sind denn das für Vögel hier? Kennt ihr jemand? Wo ist der andere? Ach so, auch wieder weg. Ja, das Mäusenest ist es jetzt geworden, hier in der Mitte der Hügel, der eigentlich zur Bewässerung dienen sollte. Ja, das sieht dieses Jahr auch gut aus mit den Erdbeeren, die sich verteilt haben. Auch die Blaubeere hat ein bisschen mehr Blüten als sonst. Gut, mal gucken, ob der Walnussbaum durchhält, den mir die Mäuse hergesetzt haben. Können wir exportieren dieses Jahr, so wie es aussieht. Und auch die Walderdbeeren haben sich ordentlich verbreitet hier. Ja gut, das wird wahrscheinlich dann dieses Jahr noch ein bisschen zugewachsen werden. Zumindest die Seerose kommt schon mal. Das wird dann irgendwann noch schöner aussehen. Hier sind die Aquaponics-Erdbeeren sozusagen, die nur in solchem Granulat hier eingebettet sind und dann ab und zu hier mal durch den Überfluss Wasser bekommen. Ja, da muss ich dann immer zusehen, dass ich, wenn es trocken ist, hier den Fluss einschalte sozusagen.
er dann hier lang, hier lang, hier lang. Noch weiter, noch weiter, bis hier reingeht. Ja, mal schauen, ob sie heute noch da sind. Aber nee, letztens habe ich hier ein paar Molche drin gefunden. Ne? Molche hatte ich ganz, ganz selten. Deswegen jetzt mal. Ja, hier ist das Brombeerfeld. Das dürfte demnächst auch anfangen mit Blühen. Hier vorne wird so jetzt peu à peu erweitert. Hier unten drunter wohnt eine Blindschleiche, glaube ich. Habe ich letztens gesehen. Und hier kommen die ganzen neuen Triebe von unten dann durch. Ja, dann will ich das Brombeerfeld so weit wie möglich hier vorziehen, um ja, so viel Fläche wie möglich nutzen zu können. Ja, hier ist das alte Erdbeerfeld gewesen. Die werden jetzt aber wahrscheinlich eingenommen von den neuen Trieben von der Brombeere, so wie es aussieht. Na gut, dieses Jahr werden sie vielleicht noch ein paar Erdbeeren haben, aber ich habe ja vorne noch ein anderes Erdbeerfeld. Das hier, das kann jetzt die erste Pflanze sein, wo ich selbst den Samen kaufte und setzte und der überwintert und überlebt hat. Ne? Also über 99% der Samen, die ich hier gekauft habe und hingesetzt habe, die sind, naja, gekeimt sind sie zwar schon, aber ja, überlebt haben sie nicht lang. Apropos, ich habe es ja wieder mit Radieschen probiert, so ein bisschen konventionell, aber auch, naja. Gut, also ich glaube, ich bin dann doch eher der Typ, der die Mäuse und die anderen Tiere die Gartengestaltung überlässt. Und naja, solange ab und zu mal was glückt, bin ich auch zufrieden. Ja, das ist der Stand vom Garten im Mai 2016. Du wohnst also doch noch hier? Okay. Na gut, dann. Dann gehe ich erstmal wieder. Alles klar, alles klar. Immer mit der Ruhe. Ihr könnt da schon noch ein Stückchen wohnen. Was zu essen im Mund. Na, lass das schmecken. Bis später.